So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir sind im letzten Part nicht hier stehen geblieben eigentlich, sondern wir haben den weißen Wal getötet, soweit ich mich recht erinnere. Unser Hauptziel liegt hier. Und da versuchen wir jetzt mal hinzukommen. 13.000 Meter, na klar. Nehmen wir uns erstmal hier noch die Beute natürlich mit. Da ist noch ein Ertrinkender, den rennen wir selbstverständlich auch. So, und dann ab geht's. Schauen wir, dass wir da mal möglichst fix hinkommen. Und unsere Männer fangen schon wieder das Singen an. Und drin, denn da. Ist geil. Ich finde es einfach top. Muss ich sagen. Ich habe aber jetzt schon lange nicht mehr gespielt. Habe jetzt in letzter Zeit irgendwie relativ wenig Zeit gehabt. Da hat leider Assassin's Creed ein bisschen drunter gelitten. Leider, muss ich echt sagen. Also das Spiel macht nämlich wirklich Laune. Und deswegen werde ich jetzt hier erstmal heute Abend ein bisschen spielen. Definitiv. Das lasse ich jetzt einfach. Ich möchte jetzt heute mal weitermachen mit der Hauptmission. Deswegen lasse ich jetzt halt einfach hier das Schiff mal von alleine steuern. Wir wünschen hoffentlich nicht den... Oh, da hinten Shepherds. In eine Schlacht verwickelt oder in einen Sturm geraten, hoffe ich. Wir sind auf jeden Fall im Sperrgebiet von irgendwas, aber wir befinden uns ja an der Grenze dazu. Also, wenn uns jemand attackieren sollte, können wir, denke ich, ausweichen. Ja, jetzt sind wir wieder draußen. Outside of das Sperrgebiet. Da links ist nochmal Animus-Fragment, aber wie gesagt, heute lassen wir das alles einfach mal Animus-Fragment sein. Und wir fahren weiter. Ganz gemütlich. Richtung, ja, 10.000 Meter. Das ist schon krass weit, wenn man es so denkt. Klar, wo kommt jetzt plötzlich dieses Sperrgebiet wieder her? Nehmen wir uns hier wieder das Ding mit. Fünf Metall. Nicht viel, aber hey, wurscht. Den Ertrinkenden, den haben wir jetzt halt ertrinken lassen. Wir können nicht immer hier barmherziger Samariter sein und jeden mitnehmen. Nee, wir müssen auch mal Pirat sein und uns am Arsch lenken lassen. Ah, hier ist wieder einer, den nehmen wir diesmal jetzt mit, wenn es unbedingt sein muss. Okay. Warte mal, wie voll ist unsere Crew? Die ist ja voll, also brauchen wir eigentlich auch gar keinen mehr mitnehmen. Da ist noch eine Schatzkiste. Treibgut wäre hier auch noch gewesen. Nein, 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 heute nicht. Rein theoretisch sollten wir auch mal wirklich die großen Schiffe angreifen und hoffen, dass wir es einfach schaffen. Weil so bekommen wir halt einfach wichtige Sachen. Was ist das da hinten für ein Schiff? Stufe 29, Fregatte. Hat Rumpf, hat Zugang, hat schwere Kugeln und Mörsergeschosse. Da müssen wir halt einfach mal hinten vorbei. So, wir probieren es nochmal. Wird zwar wieder voll der Kampf wahrscheinlich, aber... Wurscht. Jungs, das Seil hält stand. So, sehr schön. Achtung, er zieht.
Das Spieß ist verletzt. Das schmeckt ihm nicht, ne? Er ist back. Na Mist. Haltet Ausschau nach der Fälle. Schwertwahl. Er nähert sich. Sicher das Seil. Sehr schön. Ruhig jetzt, Jungs. Nein. Treffer. Guter Schuss. Der hält nicht. Er hat sich losgerissen. So verdammt viel aus zum Glück. Kommt er von unten? Ich glaube nicht. Achtung, an Steuerbord. Das ist es. Yes. Ruhig jetzt. Achtung. Auf Verdacht. Ein Treffer noch. Arme Tier, ey. Schön. Naja, eigentlich eklig. Schwert gegen Harpune. Sehr geil. Erfolg. Oha. Das ist ein Riesenviech, ey. Feine Ausbeute, Sir. Leersegel heißen, los geht's. Da lang müssen wir. Das ging jetzt halt leicht. Im Vergleich zu dem weißen Wal war der Schwertwal jetzt halt wirklich ein Witz. Jetzt sind es schon nur noch 7 Kilometer. Da ist wieder so ein Ding, wo wir tauchen könnten. Also später irgendwann, weil so weit sind wir ja jetzt halt noch nicht, leider. Und das interessiert mich auch. Ich lass die jetzt mal wenig singen. Jetzt muss ich sie leider unterbrechen. Viermal Zucker, das ist so wenig. So richtig wenig. Schön können sie singen. Perfekt für einen Frauenchor. Kann man eigentlich die Crew verbessern? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Als ob ihr die irgendwie ausbilden, trainieren oder sonst was kannst, weil das wäre halt auch cool. Chicka chicka, ha ha. Könnt ihr nicht irgendwie Drunken Sailor oder sowas singen? Das ist geil. Alter, hier sind tausende Überlebende, also Crew-Probleme kriegst du echt nicht. Gut, wir fahren jetzt oder wir schippern hier auch schon ewig durch die Gegend, also davon abgesehen. Ah, Schiff kaputt da hinten. So 3 Kilometer haben wir noch. Aber wartet mal. Ne, schade, ich habe jetzt gedacht, wir können hier mal nachschauen, wegen unserer Handelsroute und dem ganzen Zeug. Entschuldigung. Ach du Scheiße, geil. Hupft der da einfach hoch? Oh, 2,5 noch. Das geht ja echt sauschnell. Wenn die Wellen nicht noch so hoch wären. Noch mal schneller gehen. Ja, dann enter mal halt, wenn es sein muss. Mach so Top-Segelberg!
Öffnen und trimmen! An die Stagen, wir holen dich! Alle Segel raffen! Zieht, Männer! Großsegel bergen! Mhm. Bring die Hauptsegel in den Wind! Komisch. Na super. Ich konnte jetzt ja gar nichts machen. So ein Beschiss. So, die kann ich gar nicht irgendwie entern. Naja. Wir überleben das auch so. Oder ist eine Insel, das sollten eventuell drumrum. Na, lassen wir da auf Grund laufen. Jetzt sind wir ja echt am komplett anderen Ende der Map, oder? Das Lied ist geil. Mission starten. Endlich sind wir da. Aha. Erstmal erbeuten. James Kidd aufspüren. Okay. Nichts leichter als das. Tulum sind wir jetzt. Oh oh. Okay, wie mache ich das jetzt am dümmsten, ne? Shit. Das war uncool. Das war uncool. Warum darf ich jetzt schon wieder keinen töten, Mann? Ich bin noch ein Assassine. Oh oh. Wie werfe ich denn jetzt die Dinger nochmal? Aha, das war ja ein ganz großes Kino. Hä?
Ach man! Ich habe gedacht, ich kann es jetzt vor denen hinhauen, dass es. Und dass der dann bewusstlos wird oder so. Ich versuch's jetzt aber einfach mal unten herum, weil da oben. Ja, sehen die mich ja nicht. Der ist da hinten. Der Mentor sagt, wir müssen auf alles vorbereitet sein. Du Scheiße, es sind hier viele. Das war Walpole, stimmt's? Dieser Engländer. Ei. Er hat uns hintergangen. Unser Vertrauen missbraucht. Genau, Walpole war's. Knapp. La 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 la. Fuck. Oh, jetzt kommt der schon wieder. Sag mal, spinnt denn der? Ich weiß ja nicht, ob es hier so ist wie mit den Klingen, dass ich auf die zurennen kann. Schnell vorbei. Yes. Geschafft. Glück gehabt. Gehe ich oben entlang. Nein, da lang. So doof. Oh. Ist ja übelstes Assassinenlager hier. Mist, Mann. Warum ist es gar so schwer? Da hoch will ich. Ich habe eine Schatzkarte, die diesen Ort anzeigt. Na toll. Irgendwo da hinten. 633. Irgendwas. Falsche Taste.
Mir ist das aber was anderes. Hopp. Ach, jetzt kommt die her. Ach, ich hab auf tödliche Waffe ausgerüstet. Der auch noch zu der, sag mal. Was wollt's denn ihr als von der? Boah. Jetzt mal wirklich wieder Glück, dass der so blind ist. Und irgendwie sich jetzt auch nicht wundert, komischerweise, dass die anderen so weg sind. Die kann ich auf jeden Fall auch noch ausschalten, wenn der wegschaut. Okay. Warte mal, wie war das jetzt mit den optionalen Missionen hier? Okay, das haben wir schon lang geschafft. Da hoch sind's nur noch 36 Meter. Aber ich bitte euch, ihr bleibt jetzt nicht so stehen, oder? Ich wollte doch nur die Waffe wechseln. Oh fuck, nicht im Ernst jetzt. Ich komm, ich würde mit der Steuerung nicht mehr klar, wenn ich es schon echt so lange nicht mehr gespielt. Nein, oder? Oh, bitte. Hopp, lauf weg. Das haben wir wieder geschafft. Checkt eh nix. Komm mit, hier in den Busch. Müssen wir uns nur schauen, mal was überlegen, wie wir die loswerden. Kacke. Boah. Toll.
Da rum ist rechts rum ist wahrscheinlich gescheiter. Jesus, Kid. Da hast du mich wa... Wir sind an etwas dran. Ich spüre es. Captain Kenway? Wo ist der Assassine, Duncan Walpole? Tot und begraben. Nachdem er mich umbringen wollte. Wir betrauern seinen Tod bestimmt nicht. Doch ihr wart es, der seinen letzten Betrug vollendete. Warum? Mir ging es nur ums Geld. Soll mich das etwa besänftigen? Ihr tötetet unsere Brüder und Schwestern in Havanna. Er hat den Sinn, Mentor. James sagte mir, ihr hättet mit den Templern paktiert. Saht ihr den Mann, den sie den Weisen nennen? Ei. Würdet ihr sein Gesicht erkennen, falls ihr es wieder seht? Ich schätze schon. Ich muss sicher sein. Kein Wort. Komm mit. Mission beendet. Eine Schatzkiste zu wenig, leider. Sonst hätten wir wieder mal 100%. Schöne, schwere Mission. Gibt von mir 5 Stars. Gehen wir weiter. Du hast mich heimtückisch in diese Lage gebracht, Kid. Was um alles in der Welt war das für ein Witzbold? Atabai, ein Assassine. Und mein Mentor. Dann ist das alles so eine Art Religion? Wir... Ups. Von einem Credo, ei. Doch es gebietet uns nicht, was wir tun und lassen sollen. Nur weise zu sein. Oh, erzähl davon. Das würde ich gern hören. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das einzig sichere in dieser Welt. Das einzig sichere in dieser Welt ist, dass wir die Folge jetzt beenden. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.